Hi. Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück und wir sind hier in Sturmheim. Bei wem stehen wir da eigentlich? Der Zwergang Sturmmantel, ja, das kennt ihr. Das ist ja das Gefällt der gefallenen Könige. Mit dem haben wir uns ja anfreunden müssen auf dem Weg zu einer Verstärkung unserer Artefaktwaffen. Da dieser Turm, wir sind direkt in der Nähe, das ist hier, wo wir immer angekommen sind mit dem Havik. Und hier unten gibt es nämlich noch ein Gebiet. Wir wollten mal eine kleine Auszeit nehmen, Valyria von Suramar, gell? Ja. Weil es gibt ja nämlich noch ein Dungeon. Das ist, soll ziemlich cool sein. Ich kenne es aus dem Trailer. Aber dafür müssen wir halt in Sturmheim eine der von uns ausgelassenen Ecken aufsuchen. Wir haben ja noch einige. Deswegen machen wir eine kleine Auszeit, einen kleinen Szeneriewechsel von Suramar und fangen an mit dem Tagebuch des Beobachters. Genau, weil das wird uns dann letztendlich sehr wahrscheinlich zum Dungeon führen, ja. Der Tagebucheintrag scheint in Eile geschrieben worden zu sein. Ich weiß nicht, was aus meinem Dorf geworden ist. Seit sich die Nebel über den Hafen gelegt haben, sind die Bewohner ganz anders. Einige sind aggressiv und gewalttätig, andere scheinen schlicht verrückt geworden zu sein. Viele sind raus in den Nebel gelaufen und nicht wieder zurückgekehrt. Normalerweise können wir uns in solchen Zeiten auf unseren Anführer Jarl Taben verlassen, aber leider ist auch er vom Nebel verschluckt worden. Ich weiß nicht, was jetzt aus mir wird. Vorerst kann ich nur auf meinem Posten bleiben und auf der Hut sein. Okay. Das ist sein Tagebuch und er ist jedenfalls nicht mehr da. Nö. Wir müssen Hinweise, Relikte aus der Vergangenheit finden. Weil die Nebel holen euch! Ja, ja, die Nebel holen uns. Also das mit dem Turm, was ich eben meinte, ist, das ist halt, das ist halt da, wo wir die Brücke gekommen sind und dann auch direkt die Valaya gefunden haben. Aber mittlerweile wissen wir ja, dass Havik im Grunde genommen Odin ist, Valyria, gell? Ja. Wow, das sieht auf jeden Fall wieder mal ein bisschen ziemlich cool aus hier. Und da habe ich mich natürlich richtig gefreut, dass der Regen gerade so richtig stark runterfällt. Weil das ist nicht, in Sturmheim ist das nicht immer der Fall. Wir haben ja auch schon mal so ein bisschen milderes Wetter erlebt, wo dann kaum Regen vorhanden war und so teilweise sogar Sonnenschein. Ja. Da hinten liegt was. Das sind Relikte, die wir aufnehmen. Jens Logbuch. Ja, ja, das sind diese, ich glaube, das sind diese Hinweise, oder? Ja, ich glaube auch. Ja, das ist der erste. Okay, mal. Kann man sich noch gar nicht angucken, oder was? Ah doch, jetzt doch, mit links. Also, die Nebel haben eine schlimme Wirkung auf meine Mannschaft. Sie ist wild und unkontrollierbar geworden. Meine Leute machen sich nichts mehr aus dem Meer und ziehen es vor, sich zu zanken und zu prügeln. Quell, der Hafenmeister hat uns befohlen, so bald wie möglich loszusegeln, um frische Vorräte zu holen. Ich habe den Matrosen zusätzliche Dienste aufgebrummt, in der Hoffnung, dass ihre Arbeit sie beschäftigen wird, bis wir Anker lichten. Ich kann nur hoffen, dass die Seeluft meine Mannschaft beruhigen und ihr ihre Tatkraft zurückgeben wird. Okay, die Auswirkungen des Nebels. Wir müssen noch mehr Hinweise finden. Ich weiß nicht, hier in der Richtung scheint ja gar nichts zu sein, gell? Da drin ist einer, da ist Floki. Guck mal, hier hinten, guck mal, Valyria, hier hinten ist so ein, irgendwie so eine Art Höhleneingang, oder? Oh, das, nee, da ist ein Schatz. Ein Schatz, der bei uns nicht auf der Karte oh, das ist ja interessant, oder? Oder siehst du den Schatz hier beim Höllenhund? Ja, an sich. Schnapp dir den mal. Ich will mal wissen, ob das eine der Schätze ist, die nur für einen Spieler verfügbar sind. Ja, okay, was war drin? Ordensressourcen. Wow, guck mal, wo... Ich werde in eurem Blut baden. Ich glaube, das ist auch der Weg, den wir hier nehmen sollen, gell? Ja, da unten ist jedenfalls blau auf der Karte. Seelenschinder des Höllenhunds. Also hier sehen wir doch die Auswirkungen von dem Nebel. Ich kehre zurück in die Nebel. Die sind überhaupt nicht mehr am Leben. Die sind alle tot hier. Die Hunde. Eigentlich sieht es doch genauso aus wie in Helheim, weißt du noch? Ja, irgendwie schon, ne? Irgendwie schon, ja. Oh. Wow, guck mal, wie das hier aussieht, ey. Ich glaube, hier können wir mal richtig reinspringen und für Ärger sorgen. Ich schüpfe direkt mal hier mit. Ihr werdet diesen Ort nie verlassen. Ja, ja. Wir können nicht entkommen. Wir wollen ja auch gar nicht entkommen. Ich kehre zurück in die Nebel. Ja. Deswegen, also diese Questreihe, die sollte uns zu dem Dungeon führen. Seelenschlund, der wirklich
Ah, da hinten ist noch ein Hinweis. Der wirklich cool ist, ja, den haben sie nämlich auch in einem Trailer zu Legion gezeigt. Und da habe ich gedacht, wow, was ist das für ein Dungeon? Ich sag's mal so, in Voice of Trainer Valyria gab es da einen Dungeon, was sich so ein bisschen abgesetzt hat. Das war das Dungeon, wo wir auf dem Zug waren, ja. Das war irgendwie ziemlich cool. Und hier, ja, das war interessant. Das war cool, ja. Und hier haben wir den nächsten Hinweis. Und hier haben wir ein Dungeon, was so ähnlich cool und außergewöhnlich ist. Genau, jetzt will ich mir den Hinweis auch mal angucken. Sigrids Tagebuch. Ein Fluch hat unseren Hafen befallen. Möwen fallen wie Steine vom Himmel. Vor ein paar Tagen sah ich, wie einer auf den Kopf eines Matrosen stürzte, sodass er bewusstlos zu Boden ging. Ganze Fischschwärme verrotten mit dem Bauch nach oben in den Untiefen. Unsere Fische haben seit Wochen keinen vernünftigen Fang mehr gemacht und der Gestank nach totem Fisch ist furchtbar. Ich habe schon zusätzliche Schichten im Turm übernommen, weil die meisten meiner Wächter verschwunden sind. Ich finde dort Erholung, da der faulige Gestank und die abgestandene Luft dort nicht so übermächtig sind. Der Hafen ist tot. Die Nebel haben ihn erstickt. Oh je, der Hafen. Der Hafen ist tot. Und ist hier auch wieder so ein... Ich glaube, hier drinnen ist irgendwo... Weiß ich nicht. Komm, ich gehe einfach mal hier diesen Turm hoch. Das ist so ein kleiner Miniturm. Da haben wir auch einen geilen... Haben wir bestimmt auch einen ziemlich coolen Ausblick. Genau, und das war nur eine kurze Szene vom Trailer und selbst da habe ich gesehen, das erinnert mich auf jeden Fall an das, was man in Trainor mit der Zugfahrt hatte. Und diese Zugfahrt, die war auch cool. Das ist ja... Okay. Wir hätten auch hier einen Greifhaken gehabt. Ja, ich habe es auch eben gesehen. Aber wir haben, jetzt haben wir hier einen super tollen Ausblick und der nächste Hinweis ist direkt vor uns. Das heißt, wir könnten direkt rübergleiten, ne? Ja. Aber mal, ich lande hier auf dem Dach. Hier sind ja überall die Greifhaken. Ach stimmt, die vergessen wir eigentlich. Ja, aber mal, ich gehe mal aufs nächste Dach. Ah, hat nicht geklappt. Egal, da muss der Schreckensfalken drunter leiden. Der nächste Hinweis ist sowieso nicht auf den Dächern. Euer Körper ist ein weiteres Geschehen. Kampf gewinnt ihr nicht. Ja, also die haben nicht wirklich viel zu melden. Valyria und ich sind mittlerweile schon ein bisschen besser ausgerüstet. Deswegen werden wir, obwohl wir das Dungeon eigentlich gar nicht kennen, werden wir das direkt auf mythisch machen. Beziehungsweise das ist halt die höchste normale Schwierigkeitsstufe. Der dritte Hinweis ist Kjells Materialliste. An der Materialanforderung hängt eine Notiz. Hafenmeister Kjell, ich weiß nicht, welch widerwärtigen Fluch diese Nebel mit sich bringen, aber kaum einen Tag, nachdem sie den Hafen eingehüllt haben, sind unsere gesamten Vorräte verdorben. Wir müssen sie umgehend auffüllen. Schickt Kapitän Stern so bald wie möglich los, um Vorräte zu besorgen. Vorausgesetzt, er kann seine Mannschaft lang genug von ihrem Gezänk abhalten, um die Segel hissen zu lassen. In der Zwischenzeit werden wir alle den Gürtel enger schnallen und das Wenige, das noch da ist, strecken müssen. Da der Großteil der Stadtbewohner verschwunden ist, sollte das nicht allzu schwierig sein. Okay. Verschwunden. Also die haben die keine Erklärung. Was leuchtet eigentlich das eine Haus da? Siehst du das? Ja, das ist sehr... Hier hinten gibt es doch einen Kapitän. Der Kapitän. Den müssen wir aufsuchen, Valyria. Vielleicht müssen wir dann auch hin. Ach, das glaube ich jetzt nicht. Wir waren ja eben schon da. Komm, wenn wir schon so einen coolen Ort haben, dann können wir auch den Kapitän Bret... wo ist er? Der läuft hier rum, oder? Nein, der... Was steht denn dabei? Die Nebelrufe. Okay. Siehst du hier irgendwo einen Kapitän? Nee. Ach, hier ist ein Hörn. Das ist doch so ein Ding. Genau, benutzt das mal. Mal einmal reinpusten. Ah, da kommt er schon. Wo kommt er denn? Mit seiner ganzen Mannschaft. Der kommt mit dem Schiff an. Guck mal, vielleicht ist es sogar einer von denen, die Vorräte holen sollten, gell? Weißt du? Ja. Das hat aber nicht so richtig geklappt, hä? Also, das, was bei Teufelsschuss lustig ist, Valyria, ist, dass wenn man das aktiviert, man immer noch so nach vorne schweben kann, gell? Ja, also... das sieht aus. Okay, jetzt haben wir den Kapitän Bret auch und jetzt müssen wir nur wieder hier so hoch, oder nicht? Okay, der letzte Hinweis. Hier ist irgendwie so ein Haus, was so komisch leuchtet. Komm, wir werfen mal einen Blick rein. Ich finde das... Was ist hier eigentlich los?
Warum leuchtet das so? Hier gibt's irgendwas. Komm, irgendwas ist da, ja? Irgendwas gibt's da bestimmt, oder? So, der letzte Hinweis müsste hier irgendwo sein. Ihr könnt nicht entkommen. Ah, hier stimmt schon. Ist der Fluch vorüber? Ist der Fluch vorüber? Ja, irgendwie haben wir sie erlöst, ja. Ich glaube, das ist hier mitten in diesem Schiff, oder was? Ja, hier oben. Ja, warte mal, wenn ich hier mal so schaffe, hier hochzuspringen. Von der anderen Seite ging es leichter. Oh, okay, wo ist es? Ich sehe gar nichts. Direkt hier vorne. Ach so. Halviers Dienstplan. Also, die meisten Zeilen des Dienstplans sind leer. Auf einem der Entwürfe steht in der Ecke eine schludrig geschriebene Notiz. Diese Nebel sollen nach Helheim verdammt sein. Nicht lange nach ihrer Ankunft verschwanden viele meiner Handwerker und die wenigen, die noch da sind, haben nicht genug Verstand in ihren Köpfen, um zu arbeiten. Sie benehmen sich, als ob sie mit dem Schädel voran gegen einen Mast gelaufen wären. Wie solle ich Stens Schiff zum Auslaufen bereit machen, wenn ich nur eine Handvoll Schwachköpfe zur Verfügung habe? Ich werde tun, was ich kann, um das Schiff seetauglich zu machen, notfalls auch alleine. Aber ich brauche gute Leute, um den Dienstband aufstellen zu können. Also geklappt hat das ja wohl bestimmt nicht. Nee, sieht nicht so aus. Also nicht lange nach ihrer Ankunft, nach der Ankunft vom Nebel verschwanden viele dieser Handwerker. Und die wenigen, die noch da sind, verblöden irgendwie. Ah, hier bei dem Greifhaken ist eine Schatztruhe. Okay. Ja, den werde ich aber auch benutzen können, den Greifhaken. Ne? Was ist denn da für einer? Da ist ja direkt noch so ein Totenkopf hier über uns. Guck mal, siehst du das? Ah ja. Wir können hier auf dem, können hier auf dem Dach vielleicht irgendwie hochspringen oder mit Metamorphose vielleicht hoch. Nee. Ist da irgendwo ein Haken oder sowas? Ach, hier vorne. Guck mal, von hier aus. Guck mal, wo ich gleich hake. Da kannst du auch rüberkommen. Ach, da sehe ich's. Dann können wir uns noch den Taben hier schnappen. Oh, fuck! Ich dachte, die Kette würde mich abhalten, da runterzufallen. Das war es ja wohl nicht, ey. Nee, nicht wirklich. Nee, jetzt hänge ich vor allem hier in so einer Ecke fest. Das ist ja der Hammer. Warum ist der jetzt wieder resettet? Ist er doch gar nicht. Okay. Ich kämpfe gegen ihn. So ein Quatsch, ey. Ich dachte, diese Kette würde mich davon abhalten. Das war ja wohl ein Quatsch. Och Mann, ey, das gibt's doch nicht. Wieso komme ich da nicht hoch? Oh nein, rein da. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Jetzt bist du auch runtergefallen. Ja, aber nicht ganz runter. Ich kann doch mit ihm kämpfen. Ja, ja, ich bin auf so einem komischen Vorsprung. Jetzt hast du ihn halt runtergeholt. Ja. So geht's auch, dann geht doch komplett runter. Ich weiß nicht, ob er komplett runterkommt. Ja, er kommt anscheinend komplett runter. Ja, doch, jetzt. Geh noch ein bisschen weiter zurück. Ich hab Angst, dass er irgendwann resettet, wenn ich zu weit weg bin. Ja. Sowas könnte passieren. Okay. Oh, was hat er denn da getroppt? Was ist er denn? Was ist das? Ein 795er Halsschmuck? Okay. Kann ich gar nicht gebrauchen. Egal, gehen wir zum letzten Hinweis, Valyria. Hm? Aus ihm wurde Seetank oder sowas. Guck mal, das ist das Rote Haus. Ja, die hinterlassen irgendwie alle Seetank. Die zerfallen irgendwie alle zu Seetank, wenn sie sterben. Na, sieh mal an, was die Raben haben fallen lassen. Und wen haben wir? Harvey. Ich habe immer Harvick gesagt, aber es ist Harvey. Genau, da wisst ihr auch, wen ich da meinte am Turm. Normal ist er oben bei seinem Turm, aber... Dieses Land ist uralt. Ja. Wisst ihr, was ihr hier seht, kleiner Fremdling? Das Schicksal der Wellenscorn, die einst mehr Glück mit den Wellen hatten. So kann man es auch sagen. Der Zorn von Helja, der grässlichen Meereshexe, verschlang ihre Flotten und ihre widerlichen Nebel brachen die mächtigsten aller Frikol. Die Jarls hatten keine andere Wahl, als das Meer aufzugeben, da ihre Äxte und Schwerter Nebel und Salz nicht zu besiegen vermögen. Was wisst ihr über die Qualdir? Heljas Aufgabe ist es, über die Seelen der Unwürdigen zu wachen, denn wer ruhmreich stirbt, wird zu Odin an die Pforte der Tapferkeit geschickt, um für die letzte Schlacht zu trainieren. Doch Helja ist eine eifersüchtige Hexe und die Seelen, die man ihr überlässt, reichen ihr nicht. Also erschuf sie die Qualdir.
Diese waren einst mächtige Freekul, die jetzt durch ihre widerwärtige Magie zerrissen und verderbt sind. Sie dienen ihr bis in alle Ewigkeit und plündern die Seelen der Lebenden, um ihre unersetzliche Gier nach dem Tod zu befriedigen. Sie sind eine wahre Pest, Fremdling, nichts weiter. Auf ein rasches Wiedersehen. Relikte der Vergangenheit. Die Nebel dieser Bucht lassen nicht nur das Holz der Schiffe verrotten, sondern auch die Seelen ihrer Bewohner. Aber wie es scheint, habt ihr das bereits entdeckt. Folgt eurer Bestimmung. Oh, jetzt hat er noch ganze drei Aufgaben für uns. Die Untiefen plündern, die Qual der Leben, um Odin das Leben schwer zu machen. Hier verrichten sie ihr gehässiges Werk. Sie stehlen die Seelen der Lebenden, die bisher nicht gerichteten Seelen, und berauben Odin so seiner Champions. Sie bringen sie hierher, um sie zu Helja zu schicken. Doch die Nebel verhüllen jeden Hinweis darauf, wie dies vonstatten geht. Ihr scheint gut mit Nebel zurechtzukommen. Vielleicht könnt ihr die Frax in der Bucht untersuchen und die Antwort finden. Ihr Fremden scheint ein Talent dafür zu haben, auch den verborgensten Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Sucht euer Schicksal. Ehrung der Gefallenen. Seelen sind nicht das Einzige, wonach Helja trachtet, und die Qualdier sind jederzeit bereit, ihr zu dienen. Unter ihrem Raubgut befinden sich auch die ehrwürdigen Klingen der gefallenen Helden, die den Kampf gegen Heljas Schergen wagten. Die Klingen gehören an einen ehrenwerten Ort, nicht in die Hände der Feinde. Holt diese Klingen zurück, für die Ehre der Wellenscorn. Oh, dann auf bald. Schatten im Nebel. Viele der Qualdier hier in der Bucht sind frühere Bewohner des Hafens, die von der Seehexe Helja verflucht wurden und ihr für alle Zeit zu Willen sein müssen. Die, von denen ihr lest, wandeln immer noch durch das träge Wasser. Eine gütige Seele könnte ihnen mit der Spitze einer Klinge eine Atempause verschaffen. Sagt, wie gütig ist eure Seele? Folgt eurer Bestimmung. Wow, wir haben von allen gelesen, Kapitän Sten, Sigrid, Kjell und Halvir, Valyria, und wir sollen die jetzt alle töten, ja. Und dann hast du mit dem einen ja am Ende doch recht gehabt, oder? Schick uns dahin, wo der Totenkopf vorhin war. Ja. Ah ja. Was ist das hier? Schiffswracktrümmer? Ach, ist das hier so ein Hinweis? Nee, das ist... Das ist noch mehr. Ich glaube, wir müssen mehrere Sachen durchsuchen, um den Hinweis zu bekommen. Hier ist wieder so ein Trümmer. Nee, ich finde alles Mögliche. Aber egal. Da vorne ist doch schon der erste Ziel von uns, oder? Da können wir ja vorrangig hingehen. Wer ist das hier? Captain Sten. Kapitän Sten, der hat auch irgendwie so ein Schifffraktur bei sich. Sehr gut. Kapitän der Höllenschlund. Sag mal, was meint ihr denn mit Höllenschlund? Das ist doch eigentlich irgend so ein Schiff da gemeint, oder nicht? Ja, ist wohl so. Okay, lass uns mal diese Trümmer da durchsuchen. Und irgendwas gefunden? Nö. Streifen. Aber hier soll was sein. Ah ja, hab's. Was denn? Da ist eine Schatztruhe. Ah, sehr gut. Ein bisschen tauchen gehen. Ist auch nicht verkehrt. Gut, dann lass uns doch einfach direkt zum nächsten. Ich habe auch Schatten im Nebel gerade ausgewählt. Und dann sieht man das auch, wo man als nächstes direkt hingehen kann. Und dann werden wir die anderen Sachen... Ich werde in eurem Blut baden. Meinst du? Mein Krieg. Wir wollen ja eigentlich nur deine Klinken haben. Ist das hier der nächste? Ne, das ist ein Nebelrufer, oder? Doch, da hinten. Halvir. Ah, okay. Ui. Halvir, der Schiffsbauer. Wieder ein Trümmerteil. Wieder ein Trümmerteil. Ah, hier ist was. Für mich nicht. Können ja gleich mal gucken, wenn es dann für mich kommt. Dann lese ich das dann vor. Was sind das da unten für? Fleischreißer Kalmar. Wow, hier gibt's aber einige. Von denen könnten wir die Klingen benholen, gell? Obwohl, die meisten sind Höllenhunde. Hm. Wer ist das denn? Ein wütender Skrog? Okay. Ich glaube, von dem bleiben wir ein bisschen fern. Ja. Sieht lustig mit Nebel aus, wenn ich so hochspringe.
Der ist ja direkt unter uns und über uns. Ja. Aber auf jeden Fall auf der Map habt ihr ja nochmal kurz gesehen, dass wir ja auch diese Weltquest für den Dungeon hier haben. Seelenschlund heißt er. Ertrunkener Priester. Mit Helia Zwiesprache halten. Oh, hier ist Secret. Ich meine, ich spiele so viel Tank, dass ich schon wieder vergessen habe, wie schnell ich mich hier bewegen kann eigentlich. Secret. Mal gucken, ob es hier einen Hinweis gibt. Nö. Okay, der letzte ist direkt vor uns. Wir brauchen noch ein paar Klingen, ja. Dann sollten wir mal... Den nehmen wir auch noch mit, obwohl die Priester... Der Priester hat auch, könnte auch eine Klinge haben, ja. Oh, haben wir sogar zwei Klingen bekommen. Hier gibt es auch einen Totenkopf wieder, den schnappen wir uns auf jeden Fall auch. Und Kjell. Also es ist echt cool, wenn man so weggesprungen ist, Valyria, und dann so Teufelsbeschuss macht, dass man während das macht, kann man dann immer noch weiter auf den Gegner zuschweben, ja? Weil wir schweben ja irgendwie während Teufelsbeschuss. Sieht irgendwie schon lustig aus. Ja. Weil da vorne gibt es einen Totenkopf namens, Faulauge. Okay. Was hat der hier verloren? Der erinnert doch so ein bisschen an den smaragdgrünen Traum, oder? Ja, irgendwie schon. Die kam doch auch aus irgendwelchen... Die sahen auch so aus. Die kam doch auch aus dem Nebel, aber der Nebel war doch irgendwie Albtraumnebel. Ja, genau. Albtraumnebel war das. Aber der sieht genauso hässlich aus. Ja. Das ist, dieser Teufelsbeschuss, der schießt echt aus dem Mund raus. Muss es nochmal genauer angucken, ja. Und bei mir sieht es nicht so aus. Ich wär's eher von allen Seiten. Ja. Na? Ist ja jetzt umgefallen. Noch nicht. Schienbeinschütze des ertrunkenen Champions. Okay. Skette. Also ich habe den Hinweis ja immer noch nicht gefunden, aber ist okay. Wir brauchen ja noch ein paar. Da vorne ist noch was. Wir brauchen ja sowieso noch ein paar. Immer noch nicht. Also, ich habe ja schon ein bisschen Pech, oder? Ist der Flug vorüber? Nee, nicht wirklich. Diesen Kampf gewinnt ihr nicht. Pass mal auf, ich mache jetzt gleich mal Teufelsbeschuss und dann gucke ich mir das genau von vorne an. Bei dem hier. Diesen Kampf gewinnt ihr nicht. Also das, ja, warte mal, eben konnte ich es nicht richtig sehen, aber bei mir kommt das echt aus dem Mund raus, ey. Willst du es dir bei mir angucken? Ja, okay. Benutze es doch mal gegen die da jetzt. Okay, warte mal, ich muss... Diesen Kampf gewinnt ihr nicht. Ach, das kommt... Wo kommt das? Ja, bei dir sieht es irgendwie nicht so aus, ja. Es sieht aus, als würde es von überall kommen. Oder von der Seite. Ja, irgendwie so aus dem Körper raus. Ja. Also ich brauche jetzt nur noch den Hinweis. Oh Mann. Jetzt lass uns einfach nur nach dem Hinweis gucken. Ach, da vorne ist ja sogar schon wieder Harvey. Warte mal, hier sind wieder welche Sachen, die ich angucken kann. Die Höllenhunde kommen zu mir. Nein, die hindern mich. Oh, was habe ich da? Eine korrodierte Plakette. Die können wir uns dann gleich bei Harvey nochmal genauer angucken. Okay, Valyria. Dann gehen wir mal vor zu Harvey. Ah, ich hänge fest. Ich weiß jetzt eigentlich auch nicht genau, wo jetzt genau der Eingang ist zu dem Seelenschlund-Dungeon. Weiß ich, habe ich das auch nicht so gesehen, aber das kommt noch. Sind wir wieder beim Haus. Was wollen die denn, ey? Tschüss. Wollen wir einfach mal da rein? Vielleicht kommen sie nicht rein. Na gut. Da kommt ein Hund mit. Hört gut zu.
sucht euer Schicksal. So, kleiner Hund. Endlich seid ihr hier. So, die Untiefen plündern. Habt ihr Antworten entdeckt über oder weitere Fragen? Wir haben eine korrodierte Meeresplakette. Der Name des Schiffs Nagelfar ist eingraviert. Die Nagelfar. Das heißt also, Helias Qualdir können im Nebel navigieren? Oh, dann auf bald. Die Ehrung der Gefallenen. Wir haben uralte Wellenskorn-Klingen, die hoch angesehene Waffe eines längst verstorbenen Wellenskorn-Kriegers. Ich werde dafür sorgen, dass die Klingen dahin zurückgebracht werden, wo sie hingehören. Die Toten danken es euch, Fremder. Auf ein rasches Einen Wiedersehen. Einen ehrenwerten Ort wollte er erfinden. Schatten im Nebel. Ihre Schinderei ist vorüber und einige Qualdir weniger durchstreifen das Land von Sturmhain. Beides betrachte ich als Segen. Okay, was gibt's denn hier so? Ja. Sucht euer Schicksal. Also, im Nebel stochern. Vor Urzeiten war die Nagelfar das Juwel von Helias Flotte. Wie es scheint, hat das Schiff die Zeitalter überdauert und kann ihr nun erneut dienen. Okay, das Juwel von Helias Flotte. Jetzt segelt das schreckliche Schiff auf dem Meer der Seelen und durchschneidet ungesehen von den Lebenden den Nebel. Die Qualdir müssen eine Möglichkeit kennen, sie herbeizurufen. Und die müsst ihr herausfinden. Findet ihren Ankerplatz und geht an Bord der Nagelfar. Bereitet dem Schiff ein Ende. Dann können die Seelen der Wellenskorn vielleicht erlöst werden. Oh, wir haben die Quest schon, Valeria. Guck mal. Besiegt Helia im Dungeon der Seelenschlund und kehrt danach zu Havien. Waldesdal zurück. Okay. Folgt eurer Bestimmung. Und Waldesdal... Ich habe euch erwartet. Waldesdal können wir ja auch direkt zeigen, oder? Ja, gehen wir einfach hier raus, benutzen unsere Pfeife. Dann sollten wir direkt mit Waldesdal sein. Dann kann ich den Leuten auch zeigen, was für einen Turm wir am Anfang im Hintergrund hatten. Und ansonsten werden wir jetzt als nächstes, ja, in der nächsten Folge dann den Seelenschlund machen. Wir gehen da auf Mythisch rein, auch wenn wir das Dungeon nicht kennen. Also Mythisch und... ist auch nicht viel anders als normal. Ja, das ist einfach dann nur ein bisschen schwieriger. Und wenn man die nötige Ausrüstung hat, fühlt sich es genauso an. Das ist hier Waldesdal. Und da haben wir auch Havi, was ich meinte. Und die Stelle, wo wir vorhin runtergeguckt haben, die war, glaube ich, direkt hier. Gell, Valeria, wenn man so runterguckt hier. Oh, warte mal, jetzt sehe ich gerade nichts mit dem riesen Baum. Ja, genau. Da vorne ist das... Genau, das hier. Buch lag. Ah, jetzt, genau, hier war da, wo das Buch lag. Da haben wir gestanden, wo gerade meine Maus ist. Und dann sind wir hier unten in das Dorf gekommen. Diese Hafenstadt, die vom Helias Nebel heimgesucht wurde. Okay, Leute, Valeria hat ja letztens eine Münze mit Initialen gefunden und hat dann auch rausgesucht, wem sie gehört, Valeria, gell? Weil, ja. Einen Hinweis gab es da nicht wirklich. Komm, wir gehen, zeig uns mal. Ja, doch, der Name von der Person. Ja, klar, aber im Spiel gibt es keinen Hinweis, wo es lang geht. Nee, das nicht. Ja, das ist nämlich das, was ich meine. Dass man das dann irgendwo sonst wo im großen Internet finden kann, ist klar. Das gehört nämlich zur versteckten Dämonenjägerwaffe. Also zu dem Skin halt. Oder Artefaktvorlage, wie sie es nennen. Wo ist denn diese Person eigentlich jetzt? Wir müssen jetzt da ganz entlang laufen. Okay, also wir sind im Süd... Ganz im Südwesten von Suramar, in der Nähe von der Teufelsseelenbastion. Und da gibt es halt die Person, die diese Münze gehört. Und die sagt aber nicht viel, gell? Nee, die ist sehr unhöflich. Genau. Die hat behauptet, ich hätte sie gestohlen. Und mich runtergeschmissen. Ist sie da hinten bei dem Baum? Ja, genau. Da hinten bei dem Baum ist sie. Okay. Das ist das, was ich gemeint habe. Untergang? Wieso schwebt er hier rum? Wer ist das? Ach, das ist doch der eine. Ja, und wo ist sie jetzt? Noch ein zweiter, nächster Baum. Genau, und das ist das, was ich mal erwähnt habe, dass man im Hochberg ganz lange gleiten kann. Kandrell. Das war so in der Beta, da hat man das so gezeigt, wie man so versteckte Artefaktvorlagen, wo man die... Mal gucken, ob die jetzt mit uns redet, ob das auch funktioniert. Kandael Zwillingsschatten. Okay. Der Sieg ist nahe. Was habt ihr bei mir zu suchen? Ne, die macht nix, gell? Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Also bei mir steht, ich möchte den Untergang erneut herausfordern. Gut, dann mach du das, zeig mal, was du kannst. Ich kann es nicht machen von hier aus.
Ist halt schon ein anspruchsvoller Kampf, weil man muss immer wieder gleiten. Valyria kämpft jetzt mit Untergang. Und der schleudert einen weg, aber ich kann mir das gar nicht angucken. Zu weit weg. Der schleudert dich immer weg und jetzt fliegt er sogar mit dir weg, also... Ja. Ja. Okay, Leute, ja, so kann ich das auch aufnehmen. Jetzt spiele ich halt mal, weil ihres Charakter... Interface sind natürlich nicht wirklich eingestellt, aber... Passt schon. Ja, ich möchte den Untergang erneut herausfordern. Jetzt schleudert er erstmal einen dahin. Dann haben wir automatisch die... Mensch, da muss man sich auch dran gewöhnen, wenn man hier so kämpft, ey. Kann ich auch nach oben steigen? Wenn ich Spring drücke, dann steige ich nach oben, oder was? Okay, jetzt schleudert er einen weg. Jetzt muss ich gleich aufpassen, dass ich gleite, Valyria, gell? Da ist er. Das ist auf jeden Fall mal ein anderer Skin. Okay, Leute, ja, ich habe jetzt nicht die Münze, aber man kann auch so hinfliegen. Vor allem, es geht auch teilweise ohne Smaragdwinde, aber wir machen es jetzt einfach mit Smaragdwinde, weil das schneller geht. Auf zum Turm. Und jetzt nach oben. Einfach Smaragdwinde oder am höchsten Punkt wieder die Dinger. Wir werden immer schneller, glaube ich. Oder nee, nicht unbedingt immer schneller. Hoffentlich klappt das jetzt. Müsste eigentlich, ich bin ja schon höher als der Turm. Aber ich muss es auch bis da hinten hinschaffen. Dann kann ich mir das Teil auch holen. Auch wenn ich das jetzt nicht besonders hübsch finde. Es ist wirklich ein bisschen schade, dass das unsere verborgene Artefaktwaffe ist. Also wirklich. Für. Hoffentlich bringen sie auch nochmal was anderes. Wenn man sich die Schurken. Bei denen ist es interessant, wie sie ihre kriegen. Die müssen halt, wenn sie Artefaktforschung Stufe 5 erreichen und dann rein zufällig auf die Idee kommen, Neltarions Hort zu machen. Also das Dungeon, das war. Mit diesem Trockbar am Hochberg. Und wenn sie, dann kriegen sie dann so ein, kriegen sie dann halt so ein, können die was finden bei einem Boss? Also der droppt das dann für sie. Und das startet dann quasi wie bei Thunder Fury früher im geschmolzenen Kern. Es ist dann halt ein Teil von zwei Fesseln, ja. Ich glaube, ich bin jetzt schon viel höher als der, oder? Ist der jetzt, da, ich sehe ihn schon. Ich sehe schon, ich glaube, ich könnte jetzt ganz normal zu ihm hinfliegen. 10.000 Jahre. Nee, ich mach nicht gerade eine Weltquest. Ich muss jetzt hier runter. Ich muss es jetzt auch genau in den rein schaffen. Das ist nicht so einfach, weil ich die Maus natürlich nicht so. Jetzt muss ich in den rein fliegen, ja. Komm her, komm her. Oh, schleudert mich direkt weg, oder was? Ah, das macht er am Anfang immer, ja. Komm her. Erstmal nach oben wieder. Und irgendwie ist es auch ein bisschen ungewohnt, so zu kämpfen, muss ich schon sagen, ja. Aber ist auf jeden Fall lustig, ja. Erstmal Chaosstoß ab. So mache ich auf irgendwie viel mehr Schaden gerade, weil ich jetzt auch irgendwie. Meine Tasten. Ah, wo will er hin? Valyria, guck mal, der haut wieder von mir ab. Hinterher. Ja, jetzt lasse ich mich hier fallen. Das geht ja auf jeden Fall schneller. Das habe ich ja schon mit Valyria gemerkt. Ist ja noch ein anderer Spieler? Nein. Muss ich am Ende mit dem würfeln. Komm, jetzt mach ich einen Teuchel raus. Eine Klefe. Jetzt ist er wieder weg. Ich hab ihn fast tot. 33%. Kriegt es auf einmal jetzt auch viel schneller hin. Das ist halt, wenn man seine Tastaturbelegung spielt, dann ist auch wieder was ganz was anderes. Das muss sich jeder in seine eigene. Das muss ich auch erstmal gewöhnen. Komm, dann tau nicht ab, ey. Kriegt ja wieder Augenstrahl ab. Dann kann ich wenigstens hier. Weil Metamorphose kann ich leider im Kampf hier nicht benutzen. Jetzt haut er. Ey, jetzt gibt's nicht. Jetzt komm ich. Jetzt komm ich aber, du, ey. Jetzt lass ich mich wieder fallen. Sturzflug. Jetzt habe ich ihm zwei Kleven reingedrückt. Das heißt, er stirbt auch schon jetzt an einem Dot. Ich hab ihn gleich, Valyria. Sehr gut. Ja, jetzt kann ich mich noch mal umdrehen. Traue ich mich mal.
Der hat 4%, ey, das glaubst du nicht. Treffe ich ihn so? Ey, nicht das andere, das ist. Komm, jetzt mach ich den hier mit Augen. Fall um, ey. Fall um. Ja, Sturzflug. Das wollen wieder welche Ärger machen, aber ich komm runter. Ja, Metamorphose ging leider nicht mit in der Luft, ja. Weil man dann einfach irgendwas zum Landen braucht, ja. Das ist ganz wichtig als Dämonenjäger. So, dann können wir uns das hier nochmal anschauen. Also, jetzt muss ich wieder würfeln. Ich muss... Ja, theoretisch hätte ich auch so machen können. Mit dir wieder, ja. Tarnung des Todeswandlers. Ja, schaltet die Artefaktvorlage Todeswandler für die Zwillingsklinge des Betrügers frei. Die dunkle Waffe eines längst verstorbenen Meisters. Auch heute dürstet sie noch nach Blut. Um das jetzt mal zu vergleichen, schauen wir jetzt nochmal. Das sind also jetzt die normalen Klingen. Bela, geh bitte ein Stück zur Seite. So, und jetzt holen wir mal die anderen raus. Okay, kann man sich drüber streiten. Also, sind halt ganz anders. Sind keine, sind irgendwelche Knochenklingen jetzt. In anderen Farben habe ich gesehen, sieht es auch ein bisschen besser aus. Ja, aha. Okay. Wo bist du denn? Moment, hier bin ich. So, stellen wir uns einfach hier hin. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter, liebe Leute. Macht's gut. Ihr habt euch wohl. Bis dann. Die Dunkelheit läuft.